Hunde haben ihre eigene Art, Dinge zu tun, über die wir Menschen nur den Kopf schütteln können. Wenn ein Hundehalter denkt, dass er das Verhalten verstanden hat, stellt sich heraus, dass es nicht annähernd so ist, wie er angenommen hat. Einige ihrer Verhaltensweisen sind auf tief verwurzelte, genetische Codes zurückzuführen, die sie von ihren wilden Vorfahren geerbt haben. Im Folgenden sind 5 Macken und die Gründe dafür aufgeführt. Nummer 1. Kratzen auf dem Boden nach dem Stuhlgang. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Hunden und Katzen. Da Katzen sehr sauber sind, scharren sie mit den Pfoten auf dem Boden auf dem Katzenklo herum, um ihre Ausscheidung zu verbergen. Ganz nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn. Hunde hingegen verkünden ihre Anwesenheit gerne laut und deutlich. Nicht nur mit ihrem Hundehaufen, der ihren eigenen Geruch trägt, sondern auch durch das Scharren auf dem Boden hinterlassen sie einen Geruch von ihren Pfotenballen. Das ist wie eine doppelte Markierung, bei der kein Zweifel daran besteht, wer zu Besuch war und seine Spuren hinterlassen hat. Nummer 2. Dreht sich im Kreis, bevor er sich hinlegt. Hier kommt die bereits erwähnte genetische Kodierung ins Spiel. Als Hunde in der Wildnis in Höhlen schliefen, drehten sie sich im Kreis, um ihr Bett aus Gras oder Stroh flach zu machen. Auf diese Weise schufen sie sich eine Art Nest, in dem sie sich zum Schlafen niederließen. Nummer 3. Gähnen. Manchmal deutet ein Gähnen auf Schläfrigkeit hin, aber in den meisten Fällen ist ein Gähnen ein Stressindikator. Der Hund fühlt sich überfordert und muss etwas tun, um sich von dem Stress abzulenken, unter dem er steht. Es ist wie bei einer Person, die ängstlich auf einen Termin wartet. Ihr Fuß beginnt zu wackeln, sie greift nach einer Zeitschrift und blättert sie durch, ohne sie überhaupt zu lesen. Der Stress ist immer noch da, aber die Bewegung hilft, die Nerven zu beruhigen. Nummer 4. Schnüffelt vor dem Urinieren. Das ist eine andere Art, seine Visitenkarte zu hinterlassen. Ein Hund schnüffelt so lange, bis er eine Stelle findet, die noch nicht von einem anderen Hund markiert worden ist. Wie bei der Ausscheidung und dem Scharren auf dem Boden hinterlassen Hunde gerne ihre Spuren in der Welt. Und Nummer 5. Rennen in seinen Träumen. Hunde träumen. Sie bringen ihre Träume auch in die Realität. Im Schlaf kann ein Hund mit den Beinen zucken, knurren oder ein leises Wuff von sich geben. All das deutet darauf hin, dass der Hund vielleicht davon träumt, ein Eichhörnchen oder die Katze des Nachbarn zu jagen oder endlich den lästigen Postboten zu erwischen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Meinung zu diesem Thema in die Kommentare und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Hundevideo mehr verpasst.